Jahre Pauken und 10 Jahre Hausaufgaben. Alles geschafft. Dass dieses Gefühl eine Erleichterung ist, das wissen wir alle. Jedoch ist es auch traurig, alles hinter sich zu lassen und irgendwo in der Fremde mit neuen Menschen von vorne zu starten. 10 Jahre verfolgen wir alle dasselbe Ziel, den Realschulabschluss. Ein gemeinsamer Weg und ein gemeinsames Zwischenziel. Von nun an werden sich unsere Wege leider trennen müssen. Alina, Dorian, Helena und ich haben dieses Jahr von euch die Aufgabe bekommen, euch zu vertreten. Nachdem wir letztes Jahr die Ersatzschülersprecher wurden, wir aber nicht einmal die Chance bekamen, uns einen Einblick in die Aufgaben eines solchen Teams zu verschaffen, stieg bei uns der Ehrgeiz. Und somit ließen wir uns auch dieses Jahr zur Wahl aufstellen. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir euch dieses Jahr vertreten durften und ihr uns die Chance dazu gegeben habt. Zudem nahmen wir die beiden Neunklässlerinnen, Nina und Alina, in unser Team auf und erledigten alles gemeinsam, um den beiden den Einblick für das nächste Jahr zu verschaffen und die beiden nicht ohne Erfahrungen in die Arbeit als Schülersprecher zu schicken. Natürlich hat nicht alles perfekt geklappt, aber wir haben immer versucht, das Beste daraus zu machen und Verantwortung zu tragen. So waren Aktionen wie das SV-Turnier und die Karneval-Unterstufenparty äußerst gelungen. Andererseits misslang beispielsweise die Schülerwahl zum letzten Minutentag, da man keine Absprache untereinander hielt. All unsere Aufgaben wurden stets von Frau Fröner und von Frau Block unterstützt. Nicht immer hat unsere Kommunikation perfekt geklappt, was jedoch von beiden Seiten der Fehler war. Aber nun ist uns klar geworden, wie viel Arbeit und Verantwortung die beiden SV-Lehrerinnen freiwillig auf sich genommen haben und das parallel zu ihrer sonstigen Arbeit als Lehrer. Frau Fröner, Sie waren uns immer diejenige, die alles, was mit Sport zu tun hatte, direkt umgesetzt hat. Sie zeigten uns ihr Verständnis und waren meistens zur Stelle, wenn wir sie brauchten. Wir bedanken uns für die tolle Zeit mit Ihnen und wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft. Bleiben Sie so sportlich, wie Sie es bereits in der Sportschule Lehrer gegen Schüler in der Kategorie Fußball bewiesen haben. Und nun zu Ihnen, Frau Block. Den Stress, den Sie hatten, den wünschen wir keinem. Kaum waren wir mal da, standen bereits andere Schüler mit ihren Fragen und Problemen bei Ihnen Stange. Und trotzdem haben Sie immer alles geschafft. Liebe Frau Block, Sie waren immer diejenige, die alles organisiert und unterstützt hat. Sie hatten stets gute Laune, die ansteckte. Wir danken auch Ihnen für die tolle Zusammenarbeit und wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft. Und zum Schluss zu Ihnen, Herr Brückemann-Zina. Nachdem es dieses Jahr viele Missverständnisse gab, konnten wir uns ein Bild von beiden Seiten durch Gespräche verschaffen. Wir wissen nun, wie viel Verantwortung und Druck auf einen Direktor lastet. Keiner ist perfekt. Sie haben immer ein offenes Ohr für uns, haben sich die Zeit genommen und uns als Schülersprecher anerkannt. Außerdem haben Sie uns vertraut und haben uns zum Abschluss nochmal ein wenig reservieren lassen. Wir hoffen, wir haben Sie nicht enttäuscht und unsere Versprechungen gut gelöst. Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen an der Schule alles Gute und viel Erfolg.